Der ehemalige Hof- und Kaisergarten ist eine im Stile eines englischen Landschaftsgartens angelegte Grünfläche im Zentrum Wiens. Bis 1918 war der heutige Burggarten der Privatgarten des Kaiserhauses. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie wurde der Park 1919 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zentrum des Burggartens ist der Teich mit dem Herkulesbrunnen. Die nördliche Grenze der Parkanlage bildet das Palmenhaus im Jugendstil. Der rechte Flügel wird von den Bundesgärten genutzt, der linke Flügel beherbergt das Schmetterlinghaus. Das Innere des Schmetterlinghauses ist einem tropischen Regenwald nachempfunden. Die Raumtemperatur beträgt konstant 26 Grad sowie eine Luftfeuchtigkeit von rund 80%. Hunderte freifliegende Schmetterlinge aus tropischen Regionen repräsentieren ca. 150 verschiedene Arten. Im Westen wird der Burggarten von der neuen Burg begrenzt. Wenn wir weiter Richtung Ringstraße gehen, kommen wir bei dem ältesten Reiterstandbild Wiens vorbei. Kaiser Franz I. Stephan war der Gatte von Maria Theresia. Beim Mozart-Denkmal verlassen wir nach unserem Rundgang den Burggarten wieder. Wenige Schritte weiter reichen wir zum Beispiel den Maria-Theresien-Platz mit dem wichtigsten Herrscherdenkmal der Habsburg-Monarchie in Wien. Wenn dir der Bummel durch den Burggarten gefallen hat, weitere Spaziergänge durch Wien und andere Städte findest du auf meiner Playlist Wien und meiner Playlist Städtereisen.